Ja, geh doch mal ein Stück weiter. Auch nicht mal irgendwo Feuerzeug rum, oder? Feuerzeug oder Werkzeug generell? Ja, vielen Dank, Frank, dass du dabei gewesen bist. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. So, hast du hier oben vielleicht ein bisschen Werktüch? Wow. Ja, gut. Wow. Haben wir auch drüber gesprochen. Ich möchte hier nicht rumschnüffeln. Ja, mach das doch einfach. Dort hängt ein Einkaufszettel. Notrationen. Auf gar keinen Fall. Oh, Lampe, warte mal. Diese Glühbirne wird mit Windenergie betrieben. 100% Ökostrom. Ja, das ist schön. Bringt uns jetzt nur momentan gerade nichts. Ansonsten... Na, quatsch mal nochmal ein bisschen mit ihm. Vielleicht hat er noch was. Special Agent Hans Tannhauser. Ich bin vom FBI. Witzig. Ich hab genug. Wird aber nichts sein. Danke für das Gespräch. Komm jederzeit. Haben wir ja alles schon abgekakelt. Dann können wir gerne ins Detail gehen. Haben wir ja alles schon bekakelt. Nee, hier ist nirgends was. Nein, da will ich gar nicht. Ich will doch da nicht hoch. Ich will doch da gar nicht hoch. Ich will doch weg. Ja, mal Fusi auch. Bei dir vielen Dank, dass du dabei gewesen bist. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ich denke aber auch mal, dass wir auch gleich Schluss machen. Weil ich bin auch so langsam echt müde. Eigentlich schon die ganze Zeit, aber gut, das ist immer so das eine zum anderen. Das ist garantiert, das ist garantiert das Haus hier von unserem Außerirdischen. Wäre schön, wenn die mal ein bisschen Werkzeug da hätte. Sweetheart.
Guten Abend. Haben Sie Feuer? Haben Sie Feuer? Sicher, hier. Natürlich. Danke. Sicherlich hat sie jetzt das Feuerzeug da. Mann, ey. Natürlich hat sie jetzt das Feuer dabei. Natürlich. Ich muss weiter. Natürlich. Alles klar, kannst du wieder alle Figuren durchrennen und gucken, wer was hat. Oh, ist das fies. Das finde ich wirklich fies. Ah, haben sie Feuer? Muss man extra nochmal nachfragen. Oh, nee, du. Oh. Ahoi. Ich muss da mal wieder. Pass auf. Ich werde jetzt mal alle durchfragen. Zumindest alle, die hier frei rumsitzen, mit denen man quatschen kann. Herr Tannhauser, schön, Sie zu sehen. Die Freude ist ganz auf meiner Seite. Genießen Sie das Fest, es okay, das nix. Ehre. Bis bald, Herr Tannhauser. Mit dem wird auch noch irgendwas passieren hier. Außer Konkurrenz. Oh. Das ist eine Schießbude für Kinder. Ja, dann spielst du halt mal Back für Kinder, Mensch. So, jetzt haben wir wegen's Feuer. Na, stehen wir gleich wieder vor dem nächsten Problem. Ich kann kaum etwas sehen. So. Leuchtet mir den Weg, Freunde. So. Feuerzeug. Geht doch. So, was jetzt? Alles rein. Wenn ich nur Obst zum Vergären hätte, wie es im Rezept steht. Okay, dann machen wir erstmal Obst. Wenn ich nur Malz für die Maische hätte, wie es im Ja, komm. Dann hol dir mal Malz. So, dann hat dieses Malz rein. Das könnte gut werden. Könnte, ja. Was haben wir als nächstes? Kommt als nächstes Hefe oder Pilze? Noch eine Zutat. Ja, die Pilze. Zack. Und jetzt? Oh! Da haben wir das Bier. Mal probieren. Für die Wissenschaft. Natürlich für die Wissenschaft. Ja, schön Alkohol. Der Geist wandert und findet letztlich ins Fleisch zurück. Puh. Boah, was für ein Marsch. Boah, ey, nee. Ach, das mit dem Feuerzeug, das war gemein. Das war wirklich fies. Huch, wo ist er denn gelandet? Total verkatert am nächsten Morgen oder was? Und das Boot ist auch wieder da. Uiuiui, Teufelszeug. Nie wieder Alkohol. Nie wieder Alkohol. Hatte ich nicht noch mehr coole Gadgets in meinen Taschen? Hatte ich nicht noch mehr, was? Was hat er denn noch? So ein Standardkram hat er alles noch dabei. Er hat noch einen Alkohol dabei. Was? Huch! Das war jetzt aber. Hä? Donnerwetter, das ist ja was. Hat man sowas schon erlebt? Gute Frau, was treibt sie bloß? Wohin des Wegs? Keine Zeit zu verlieren. Sehen Sie nicht die Kaltfront? Ich muss rauf zur Wetterstation. Es gibt hier eine Wetterstation? Na, jetzt führen Sie mich bloß nicht aufs Glatteis. Was war das? Ja, das frage ich mich allerdings gerade auch. Und vor allem, wann sind wir?
Okay. Lone Wolf, ja, da hast du recht. Wetterstation. Da sollten wir vielleicht mal auf den Berg rauf. Weil sie ist ja auf jeden Fall nach hier rüber. Vielleicht kriegen wir gleich wieder eine Vision oder sowas, wenn wir oben auf dem Berg sind. Oder auch nicht. Mit dem Ding fahre ich ganz bestimmt nicht nochmal. Ich kann nicht mit leeren Händen. Ja, ist das ja doch die Wetterstation oder nicht? Hm, verschlossen. Das ist ja doch so ein Ding, so eine Wetterstation. Dazu hatte ich schon ein. Nein, wissen wir. Ja, wissen wir. Das könnte höchstens so eine Wetterstation sein, hier so ein Kamerad. Na, vielleicht fragen wir Trude mal. Vielleicht weiß sie genau was. Trude. Trude? Hallo Professorchen. Na, glaube ich. Ich hätte da noch eine Frage. Glaube ich ja, nicht. Ja, natürlich. Ach, schon gut. Wetterstation. Ich muss weiter. Fühlen Sie sich wie zu Hause, Professorchen? Wir brauchen noch Werkzeug. Werkzeug brauchen wir noch. Gehen wir trotzdem noch mal nach unten. Ich wollte mal gucken, ob da immer noch was am Rumkugeln ist. Ich kann kaum etwas sehen. Ja, dann mach dein Lämpchen an. Leuchtet mir den Weg, Freunde. Okay, hier ist auch nichts mehr. Alles nur am Dampfen. Ne. Wie ist die Lage? Geht so. Okay, ich überlege mir was. Jetzt sind wir wieder am Suchen. Wieder alles ablaufen, wieder mal gucken, wo könnte irgendwas sein, was uns vielleicht in der Story weiterbringt. Ja, Lina, vielen Dank, dass du dabei gewesen bist. Bis zum nächsten Mal. Schlaf gut. Und dir natürlich auch ein schönes Wochenende. Danke. Wir haben natürlich jetzt den Alkohol da. Beim passiert? Nee. Auf Wiedersehen. Ich muss da mal wieder. Mein Herr? Herr Tann! Die Freude ist. Dieses Fest auf Wiedersehen. Es war mir eine Ehre. Bis bald, Herr Tannhauser. So, wo können wir jetzt immer noch mal hin? Vielleicht hier oben hin? Ah, hier ist doch die Wetterstation. Da!
Siehst du? Das ist nämlich jetzt das freigeschaltet worden. Es gibt kein schlechtes Wetter. Es gibt nur falsche Kleidung. Ja, dieser Redensart, Beverly, muss ich meine volle Zustimmung aussprechen. Ich befinde mich hoch oben auf dem Klumpen. Guck mal, was da ist. Da. Erhebung im umliegenden Mittelgebirge. Die Kleider, die ich am Leibe trage, lassen sich wohlwollend als mindestens unpassend für die vorherrschende Witterung beschreiben. Nach kurzer Wanderung habe ich die örtliche Wetterstation erreicht. Guck mal, was da dranhängt an dem Ballon. Das sieht doch garantiert nach so einem Ding aus, was wir nachher für diesen, für das Teil da brauchen. Für diesen Diskriminator oder wie der heißt. Los! Hans! Festgefroren. Na, quatschen wir mal mit ihr. Mal gucken, was sie gleich noch auf dem Herzen hat. Guten Tag. Ich habe Sie gar nicht gesehen. Bitte verzeihen Sie den frostigen Empfang. Madonna Lübcke von der Meteorologischen Gesellschaft. Tannhauser, sehr erfreut. Was machen Sie hier? Was machen Sie hier? Ich beobachte das Wetter. Und, was macht das Wetter so? Tja, eigentlich bin ich in Trüberbrook, weil das Wetter hier so besonders unauffällig ist. Ein richtiges Durchschnittswetter, wenn Sie so wollen. Aber heute Nachmittag schlagt mich doch der Blitz. War es vorbei mit der Durchschnittlichkeit? Sie meinen, das ist Schnee von gestern? Ganz genau. Und ich habe keinen blassen Schimmer, wie sowas überhaupt möglich ist. Mir dämmert, was Sie meinen. Ich sehe schon, allmählich tauen Sie auf, hm? Was machen Sie hier? Das hatten wir aber schon mal gerade. Ich ja, das haben wir schon. Ein richtiges. Achso, ich dachte, Sie erzählen noch was Neues dazu. Na gut. Was macht das Wetter so? Wie lange sind Sie schon hier draußen? Und? Was macht das Wetter so? Das hatten wir ja schon. Sehen Sie nur, achso. Das Wetter spielt völlig verrückt. Ich kann mir einfach keinen Reim darauf machen. Wie war das noch? Wenn's im September donnern tut? Wird das nächste Jahr nicht gut? Setze ich auf, folgt März gleich die Flut. Folgt im März zugleich die Flut. Setze ich mir auf den Hut. Wird das nächste Jahr nicht gut? Ja, so war das, ganz genau. Okay, wie ist es mit Septemberwind? So glaub es mir. Vergrautes letzte Ungetier verkündet harten Winter dir. Er trägt sich gut bei einem Bier. Bring dich zurück, nee, jetzt sind hier Winter. Verkündet harten Winter dir. Ja, so war das, ganz genau. Okay. Was machen Sie hier? Wie lange sind Sie schon hier draußen? Wie lange sind Sie schon hier draußen? Hier in Trüberbrook? Das Projekt läuft jetzt seit 6 Monaten. Okay. Ja, was machen mehr Sie haben hier wir ja nicht. Tja, ein Rieb, aber... Sie meinen... Ganz... Mir dämmert, was Sie meinen. Ich sehe schon, ein... Wie lange... Hier in das Projekt... Okay. Ich muss weiter. Natürlich. Was haben wir denn hier? Irgend so ein Tank? Entschuldigung, ist das Helium in Ihrem Tank? Genau, zum Befüllen der Wetterballons. Helium braucht man doch auch sicherlich für irgendwas. Ach ja, okay. Hey, nicht das Helium klauen. Ach, nö, nö, nö. Hey, nicht das Helium klauen. Bei dem Wetter bleibe ich lieber am Boden. Ja, stell dich so an. Es sind allerlei technische Messgerätschaften angebracht. Vor allem das Ding werden wir sicherlich brauchen hier. Das sieht mir nämlich nach so einem Gerät aus, was wir tatsächlich für unser eigenes Gerät brauchen. Das war nämlich so eine Antenne. Ach, guck mal, da können wir doch anklicken. Sehr gut. Es handelt sich um einen herkömmlichen Wetterballon, nicht um eine fliegende Untertasse. Können wir sie irgendwie kaputt machen oder was? So, Rack. In Trüberbrook, oben auf dem Klumpen, wird Wetterforschung im großen Stil betrieben. Das derzeit wechselhafte Mikroklima hier in der Region scheint Interesse geweckt zu haben. Gut. Ah! Stimmt, die Vitamine haben wir ja auch noch.
Wir haben eine Schaufel. Da können wir auch nichts mehr machen. Schaufel. Können wir eins mit einer Schaufel überbraten? Nee. Schaufel, Hallo? Schaufel, Schaufel. Guten Tag. Ah, was machen Sie hier? Könnte ich mir etwas von Ihrem Helium abzweigen? Ich will Ihnen wirklich nicht die Laune verhageln, aber könnte ich mir wohl etwas von Ihrem Helium abzweigen? Helium ist sehr kostbar, vor allem hier oben. Was haben Sie denn vor? Ich möchte es als Kühlmittel verwenden. Als Kühlmittel? Das funktioniert doch gar nicht. Sie müssten es herunterkühlen, bis es flüssig wird. Ach, das geht auch so. Glauben Sie mir. Ich weiß, wovon ich spreche. Ich bin doch schließlich Physiker. Also könnte ich etwas von Ihrem gasförmigen Helium abbekommen? Ich überlasse Ihnen etwas Helium, wenn Sie mir im Gegenzug einen Gefallen tun würden. Nee. Könnten Sie wohl für mich runter ins Dorf gehen und ein eiliges Telegramm an die Zentrale schicken? Ich kann hier nämlich unmöglich weg. Das glaubt mir kein Mensch. Jahrelang sitzt man hier. Jahrelang passiert nichts. Und dann erschlagt mich doch der Blitz. Aurora Borealis. Über Trüberbrook. Unglaublich. Jo. Also gut, ich helfe Ihnen. Dankeschön. Vielen Dank. Das Gasthaus unten im Ort verfügt über einen Telegrafen. Das war das Ding. Tag im Monat, Uhrzeit. Ah, okay, eine Nachricht. Ich versuche es mir zu merken. Ach so, wir müssen Tausend das... Dank, Herr... Tenhauser. Herr Tenhauser. Müssen wir uns das Danke. Tatsächlich merken? Hau ab. Wir müssen uns das nicht wirklich merken. Oh, sag jetzt nicht, wir müssen uns das echt merken. Warte mal. Ich werde vorsichtshalber nochmal nachfragen. Guten Tag. Ah, tatsächlich, muss ich es mir... Könnten Sie die Nachricht noch einmal wiederholen, bitte? Natürlich. Ja, das sollte ich mir am besten mal aufschreiben. Wo? Da will ich zum Schreiben. Elend. Nein, nicht runterfallen. Dann schreiben wir das doch mal in den Chat. Entschuldigung. Kann man das nicht irgendwie... Okay, dann müssen wir das, muss ich das mal so schreiben. Das ist natürlich jetzt auch blöd. Kann ich das nicht? Oder noch ganz anders. Mach das mal richtig schlau. Mach das mal richtig schlau. Wozu habe ich denn Handy? Nee. Dann fotografieren wir das nochmal GAU einfach ab. So, einmal kurz. Einmal schön lächeln. Dann fotografieren wir es auch einfach mal ab. Ein bisschen Cheat muss er sein. So. Ich versuche es mir zu merken. Als würde ich mir das merken würde. Tausend Dank, Herr... Tenhauser. Herr Tenhauser, danke. So. So. So, dann mal wieder runter ins Dorf. Und dann werden wir die Nachricht mal absetzen. Wo immer noch gefeiert wird, schon seit Jahren. So. Hallo, Professorchen. Ah, ich möchte ein Telegramm aufgeben. Ich möchte ein Telegramm aufgeben. Für die Meteorologin oben auf dem Berg. An die Meteorologische Gesellschaft? Ja, natürlich. Schießen Sie los. Also. Was? Null. Null vier, das müsste eigentlich das sein. 04, das müsste das sein. 07204.
204, dann 10. 226. 10. Das muss eine 10 sein, auf jeden Fall eins von den beiden, eins von den dreien. Ja, welche ist denn das jetzt? 455, 433, 435. Da steht nämlich keine andere Zahl hinter. Stationsnummer, da geht's nämlich dann schon los. Das müsste man dann jetzt raten. 10, 55, 33, 35. Ja, ich weiß nicht, ich versuch's einfach mal. 4, 55. 1, 0, 4, 5, 5. So, das nächste müsste mit einer 2 anfangen. 2, 2, 6, 0, 8. Das ist der. 2, 2, 6, 0, 8. Dann die 418, das ist der. 4, 0, 0, 1, 8. 18 und 1, 8, 1 müsste der sein. 1, 8, 1, 0, 9. 0, 0, 3, 0. 0, 0, 0, 3, 0. Und der letzte müsste dann sein 04 103. Der. 04 103. So. Die Antwort lässt ja nicht lange auf sich warten. Ich will nur hoffen, dass wir die richtige Zahl genommen haben, weil das ist gerade am Anfang. Die haben anderen eher sagen, dass die Messdaten keinen Sinn ergeben. Ich habe mir wohl den Code nicht richtig gemerkt. Ja, das habe ich mir nicht schon fast gedacht. Ich komme wieder. Ja, brauchen wir nicht. Wir haben ja den richtigen Code. Das soll nun mehrmals eingeben. So, Telegramm aufgeben. Nochmal das Ganze. Die Meteorologin oben auf dem Berg. An die Meteorologin. Ja, natürlich. Schießen Sie los. So, was war das jetzt? 07 Uhrzeit. 0, nee. 04. 072. 04. 07 204. 10 433 oder 10 435. Also sonst machen wir erstmal 433. Ist gut, sonst müssen wir es nochmal machen. 433. 2608. 2608. 418. 4 0 0 1 8. 18109. 8 109. 00030. Und 041 03. 04 10. Hoffentlich stimmt das jetzt. Die Antwort lässt ja nicht lange auf sich warten. War wahrscheinlich auch verkehrt. Ergibt keinen Sinn. Ich lese vor. Werte uneindeutig. Stopp. Bitte alle Messungen überprüfen. Stopp. Sensation. Stopp. Ah, okay, das scheint doch richtig zu sein. Ich werde die Nachricht sogleich überbringen. Puh, okay. Das war dann anscheinend dann doch richtig. Gut. Wieder ab zur Wetterstation. Station. Hallo? Guten Tag. Wir bringen eine Antwort aus der Zentrale. Hier ist die Antwort aus der Zentrale. Werte uneindeutig. Stopp. Bitte alle Messungen überprüfen. Stopp. Sensation? Stopp. Oh, eine Sensation, hörst du? Eine echte Sensation. Eine echte Sensation. Bitte tu mir noch einen Gefallen. Dann kannst du dir so viel Helium nehmen, wie du willst. Hier, nimm diesen Schraubenzieher, geh zu meinen drei Außenstationen, guck rein und bring mir die Werte. Bitte, ich kann hier auf gar keinen Fall weg. Wo finde ich die Messstation? Also,
Eine ist unten am See, die zweite im Ort bei der Aussichtsplattform und eine dritte steht draußen im Moor. Mhm. Alles klar. Tausend Dank, Herr... Tannhauser. Herr Tannhauser, überhaupt. Danke. Okay, ich würde sagen, das machen wir noch. So, wir sollen einmal zum See. Einmal Aussichtsplattform und einmal Moor. Moor. So, einmal See. Und die soll hier wo sein? Jetzt ist aber nicht hier drin, oder? Ach nee, Moment. Das sind, glaube ich, die Kästen hier. Ja, die Kästen sind das. Mal sehen. Windrichtung, Windgeschwindigkeit, Niederschlag, Temperatur, Luftdruck. Ah ja, Hygrometer sollten eigentlich nicht so nah am Wasser stehen. Naja. Noch zwei Wetterstationen zur Überprüfung. Ich frage mich gerade, ob wir mit dem Schraubendreher, ob wir da vielleicht auch den Fernseher mit auseinanderschrauben können.